Der erste Song heißt The Gypsy Man. Gypsy Man! Schlüssel abgeben. Mhm. Musikladen. Apotheke. Affe. Guten Morgen. Eine gewöhnungsbedürftige Nacht. Torfin hat ziemlich Bauchschmerzen gehabt und konnte nicht richtig schlafen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt für Torfin ein neues Stimmgerät besorgen, weil das hat er gestern auf der Bühne liegen lassen. Wir wollen uns nicht so richtig darauf verlassen, dass die Jungs dran denken, das mitzubringen. Deine Gitarre. Was damit? Zudem hatte Torfin ja gestern das Problem, dass er seine Gitarre mehrfach verstimmt hat. Dann sollen wir gleich mal noch auf seine Gitarre aufdrücken lassen. Danach besorgen wir uns was zum Frühstück. Dann fahren wir ins Spa. Schlafen noch ein bisschen, gehen in die Sauna. Ich will ein bisschen Sport machen. Torfin hat eine neue Gitarre bekommen. Torfin musste sich eben belehren lassen, dass er seine Gitarre pflegen soll, weil die voll mit Patte ist. Sagst du das? Frag ich nicht. Investigativer Journalismus. Hast du gesehen, wie lässig der Typ oben nach Gehör die Gitarre gestimmt hat? Ist doof, Dieter. Der Laden, in dem wir gerade sind, der ist ja in einem ehemaligen Hochbunker drin. Das ist so eine unbekannte Wand gewesen. Nachdem wir den halben Vormittag damit verschleudert haben, Torfins dreckige, widerliche Gitarre überhaupt in einen spielbaren Zustand wieder zu versetzen, sind wir jetzt dort angekommen, wo ich schon die ganze Zeit hin will. Nämlich in diesem bescheidenen Spa. Wir werden uns jetzt schön in die Sauna legen. Vor allem was essen, ich habe tierisch Hunger. Lecker essen, ich habe eine Stunde Sport gemacht, war in der Sauna, wir haben beide ein Stündchen geschlafen, war nochmal in der Sauna. Jetzt liegen wir hier gerade noch, packen aber gleich unsere Sachen und fahren dann in den Club. Das ist heute Nacht, das ist der Nordspeicher im Hamburger Kiez. Ich glaube, es wird gut. Also nachdem wir es gestern so lustig verhauen haben und vorgestern so unlustig und am Montag so eine gute Premiere hatten, muss es eigentlich heute gut werden. Auf jeden. Zu diesem gleichen Club, in dem ich auch in Berlin bin. Aber das hier ist wirklich schöner. Die haben ein riesen Außengelände, einen ganz schönen Außenpool. Drinnen ganz schöne Ruheräume, schöne Saunen. Echt super cool hier. Das hat sich schon gelohnt, den Aufwand zu betreiben, heute Morgen sich aus dem Bett zu quälen. Alles in allem eine ziemlich gute Idee, nachts immer weiterzufahren, weil mit Torfins Gitarre, das hätten wir heute nicht geschafft. Und wahrscheinlich hätten wir heute genau das gleiche Problem gehabt, ja. Die ist jetzt richtig schön, neue Saiten, schön gepflegt, einmal sauber gemacht von dem Gitarren-Heini da vor Ort. Danke dafür. Und hier wären wir auch nicht gelandet. Und wir würden wahrscheinlich nur halb so entspannt in den Auftritt heute Abend gehen. Das ist eine gute Sache. Aber ich freue mich tierisch, wirklich tierisch, heute nach Hause zu fahren, heute Nacht wieder in meinem eigenen Bett zu schlafen. Wirklich. Und morgen früh die Kinder zu sehen. Die fehlen mir nämlich irgendwie doch alle ganz schön. Mit dem Torfin zu schlafen ist nicht das Gleiche, wie mit dem Lehrer zu schlafen und morgens die Kinder neben sich zu haben. Beim nächsten Mal, wenn wir auf Tour gehen, kommen die auch alle mit. Kommt meine Familie auch mit? Du hast keine Familie. Doch, Ali. Ali ist Torfins Gemüsehändler. Weil Torfin so viel Gemüse und Obst ist, will er seinen eigenen Gemüsehändler mitnehmen. Feinkosthändler ist das. Feinkosthändler. Hallo, mein Name ist Tom Schilling. So, naja, jedenfalls wollte ich unsere tolle Vorband ansagen. Torfin an der Gitarre, Julius am Schlagzeug. Wunderschönen guten Abend, wir sind Take a Trip. Wir freuen uns, dass ihr extra für uns zur Zeit erschienen seid.
Thank you.